Tiger Woods, Ex-Freundin fordert Millionen Dollar. Nächste Runde im Trennungsdrama zwischen Golf-Superstar Tiger Woods, 47, und seiner Ex-Freundin Erika Herrmann, 38. Laut People fordert die frühere Restaurantmanagerin jetzt angeblich 30 Millionen Dollar Schadensersatz. Es geht demnach um das Wohnrecht in Woods Luxusvilla auf Jupiter Island, Florida. Tiger Woods, so Herrmann dem Bericht zufolge, habe sie im Oktober vergangenen Jahres aus der Villa hinausgeworfen und die Schlösser ausgetauscht. Laut Gerichtsdokumenten, die People vorliegen, behauptet Herrmann jedoch, sie hätte noch weitere 5 Jahre in der Villa wohnen dürfen, darüber habe es eine mündliche Vereinbarung gegeben. Die 38-Jährige klagt nun offenbar auf Schadensersatz und Erstattung von Anwaltskosten. Will angeblich insgesamt 30 Millionen Dollar. Anwälte von Tiger Woods erklärten laut People, das Wohnrecht in der Villa habe nur für die Zeit der Beziehung gegolten. Derzeit lebt der Golfprofi mit seinen beiden Kindern aus der Ehe mit Elin Nordegren, 43, auf dem Anwesen. So admire nave spaziale de pe Andromeda. Ăsta-i țelul, îl execut ca pe Maria Antoaneta. Daia de când mă știu, textul-i plin de dude. Tu mere tante printre tale culte. Încerc flow-uri sute la show-uri uite. Cum rup capete, lumea de din capuri rupte. Tobele bat cu inima deodată, nu le opresc. Că nu-s atât de nebun, mă gândesc, tu ce crezi? Orice crezi ține pentru tine. Fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, graferul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic avestu. Am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu, trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia paradisă.